Hallihallo miteinander und willkommen zu einer weiteren Episode von Hips. Jawohl. Und zwar wollte ich euch diese Woche das ganze Interview zeigen mit dem Fabio Romano. Wenn ihr Episode 50 bereits gesehen habt, dann habt ihr schon 2-3 Antworten gesehen aus diesem Interview. Aber ich habe es einfach allgemein so eine coole Unterhaltung gefunden, dass ich euch das ganze Interview nicht vorenthalten wollte. Aber ich tue diese Woche noch etwas Neues ausprobieren, und zwar das Breitbild. Ganz viel Spaß. Ich komme gerade. Kein Problem, alles gut. Ach, hörst du mich? Ich höre dich gut, ja. Tipptopp. Also motiviert kann man es gar nicht sagen, weil ich bin gerade in der Ausbildung als Sozialarbeiter, also soziokultureller Animator. Okay. Und dann habe ich über die Schule, durch eine Kollegin von der Schule, habe ich meine damalige Freundin kennengelernt und sie war die Machina von Space Stream in Baden. Ah, okay, ja. Dann in Baden gespielt. Und so habe ich sie kennengelernt, wir sind zusammengekommen und so habe ich all die Musical-Leute kennengelernt. Mhm. Roman Ricklin schon damals, der Harry Scherer. Mhm. Patrick Piaccioli, so ja. Die ganzen, die dort mal dabei gewesen sind. Und dann, das war so bei 1994, und dann ist Harry Scherer auf Winterthur, hat da die Cityhalle gegründet. Sie haben sich dann getrennt, oder der Argo Solfrank hat dann die Maga Real gegründet. Okay, ja, habe ich mal gehört. Ja. Ja. Und dann hat der Harry Scherer Melissa geschrieben, das nächste neue Musical, das erste, also das zweite, einfach, wo er gemacht hat. Und dort hat er mich dann angefragt, und dann meine damalige Freundin hat mich animiert, hey, es sind noch 2 Besetzungen, geh doch mal, das wäre etwas für dich. Ja, und dann bin ich dort hingegangen, und da hat er mich genommen, dann bin ich 2 Besetzungen gewesen, und aus dem ist dann eins nach dem anderen passiert. Ah, spannend, ja, wie das einmal so entsteht, gell? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe zwar Sachen gemacht, Werbung und so kleinere Filme und so, Kurzfilme. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nie drin gewachsen, wirklich Film zu machen. Okay. Durch das, dass ich auch gar keine Ausbildung habe, habe ich gar nicht gewusst, ob ich das kann. Habe das dann auch gemacht oder habe mich gemolden. Aber ich muss ehrlich sagen, durch das, dass ich natürlich jetzt seit über 20 Jahren Theater mache, ist das natürlich meine Leidenschaft. Mhm. Film muss ich schon sagen, auch jede Werbung, die ich bis jetzt gemacht habe, alles spannend, alles lässig, alles cool zuzuschauen, ganz ein anderes Medium, aber die Wartezeiten, das ist einfach nicht mein Ding. Und dann auf Punkt dorthin gehen und dann 2-3 Mal, es ist einfach nicht die Herangehensweise, kenne ich einfach auch nicht. Und dort habe ich zu wenig Erfahrung. Mhm. Und ich glaube, ich bin auch nicht wirklich gemacht, eventuell. Vielleicht müsste ich es ausprobieren, aber ich habe mich gar nicht darum gekümmert. Okay. Und darum ist, glaube ich, der Unterschied irgendwie für mich, das, was ich erfahren durfte, ist zwar alles sehr, sehr spannend gewesen, aber doch mit sehr viel Warten verbunden, wo du im Theaterleben nicht hast. Du musst liefern, machen, tun, bist den ganzen Tag, bist auch am Warten, aber dann bist du am Lernen. Richtig. Und dann bist du jetzt dran. Und das Entwickeln von einer Rolle mit dem Regisseur zusammen ist natürlich der Hammer. Ja, absolut. Kann ich dir noch zustimmen. Halt für mich halt über all die Jahre ist für mich das, ja, das Top gewesen. Und darum ist Film gar nicht so mein Ding. Wenn ja, das wäre dann nicht gewesen, warum nicht? Aber das ist super, ja, das ist super. Nein, also ich kann immer wieder auf der Bühne bleiben. Eben, ich habe ja noch einen anderen Beruf. Dort habe ich früher bin ich mehr eingestiegen, normal, also im Hortbereich, Schule, Sozialarbeit und so, wo ich jetzt aber eigentlich sehr, sehr wenig mache. Nein, ich habe es nie überlegt, richtig den Beruf zu wechseln. Ich wüsste auch nicht, was. Zurück im Hort gehe ich nicht mehr, in meinen alten Beruf. Meine Lehre als Schaltanlagenmonteur ist dann doch zu weit weg, dass ich noch irgendeine Ahnung habe. Okay. Ich glaube, die Technik ein bisschen geändert hat seit 1980 oder 1985. Bitzeli. Nein, ich kann es gar nicht, kann mir nicht anders vorstellen. Es ist eigentlich das Beste, was du kannst haben, oder? Wenn du etwas reinkommst und du bleibst, und das ist einfach super, das ist schön. Das gehört mir gerne. Ich kann das nicht sagen. Es gibt so viele extrem schöne Momente. Ich habe lange gebraucht, überhaupt mich als Schauspieler zu bezeichnen. Weil ich war so ein Quereinsteiger. Ich war beim Harry Scherer 6 Jahre lang. Habe dann mit ihm noch Space Dream Wiederaufnahme gemacht, Space Dream 2. Und das ist also natürlich schon unglaublich. Mir realisiert gar nicht, oder ich habe es gar nicht realisiert, dass ich von Anfang an schon auf der grossen Bühne gestanden bin. Ich habe es einfach gemacht.
Es war aber alles unglaublich spannend gewesen. Aber ich glaube, den Moment dürfen meine erste Hauptrolle mit dem Dominik Flaschka von der Shake. Das war mal Kampf im Glück gewesen. Er hat zwar keine Regie gemacht, aber es war von der Shake gewesen. Das war natürlich ein erster Moment gewesen, um zu sagen, hey, jetzt bin ich mal weg von Harry Scherer, sage ich mal. Und jetzt komme ich auf Zürich spielen und ins Berner Theater. Und das war natürlich sehr, sehr spannend gewesen. Also ich glaube, das ist schon, dort habe ich dann die anderen gegoogelt. Ich war so Quereinsteiger gewesen. Mich hat man nicht gekannt. Dort war der Midi Godet gewesen, der Aniko Donat, Leo Roos, Alte Haas, Ruth noch und jenes Leute. Und ich bin dort hingekommen und sage, okay, jetzt geht's ernst. Jetzt muss ich, jetzt bin ich Rookie. Jetzt bin ich ganz, ganz klein. Und, dort bin ich sehr nervös gewesen. Aber sehr ein prägender Moment gewesen, der für dort dabei zu sein. Und ich habe viel gelernt. Das war, glaube ich, der Moment gewesen, wo ich am meisten gelernt habe. Ja, ich glaube, man tut, also ich habe, trotzdem dann schon noch viel, also jetzt in letzter Zeit habe ich ja immer vor allem Shake-Sachen gemacht, aber trotzdem habe ich viele verschiedene Sachen gemacht und dort kommt man halt mit Teams zusammen oder mit Menschen zusammen, wo man merkt, mit so Leuten, wo man nicht zusammen arbeiten. Und das ist nicht, weil es schlecht ist, sondern es ist einfach vielleicht nicht mein Typus oder nicht meine Art zu arbeiten, meine Art so geführt zu werden oder auch vom Zwischenmenschlichen her, so wo ich nicht, dass man mit mir so umgeht. Und das war für mich auch eher im Sinne von zu sagen, du, nein, das will ich einfach nicht mehr. Oder zu wissen, ich meine, ich bin ja doch eben relativ lange dabei, wo du langsam die Leute kennst und du weißt, wo meldest du dich gerne und wo hast du nicht mehr so Lust mitzumachen oder mit jemandem zusammen zu arbeiten oder so. Nein, das kann ich nicht sagen, weil ich finde, der Regisseur hat ja eine Vision und der möchte das so. Ob es mir gefällt oder nicht, das ist eigentlich zweiterlei, man kann darüber diskutieren. Unbedingt. Das ist aber eigentlich ist so, sage ich dann, ja gut, wenn der Regisseur das so hat wollen, ist es ja nicht meine Schuld. Ja, das ist so. Aber jetzt mal am Stück. Also, dass man die Szene drin lässt oder irgendwas, was man findet. Ja. Aber das Publikum entscheidet dann schlussendlich und dann muss man vielleicht sagen, ja, der Regisseur hat recht gehabt. Ich hätte nie gedacht, dass das eine super Szene wird und umgekehrt. Ja. Also, wo man findet, hey, nein, das ist super, das wird lesen, dann muss ich einfach sagen, ich können streichen, das gefällt niemandem. Also von dem her, nein, ich kann nicht sagen, was gut und schlecht ist an Regisseuren oder mit anderen Leuten, die ich zusammen geschafft habe. Wie vorher schon erwähnt, es ist die Art und Weise, wie man mit einem umgeht. Es muss immer fair bleiben und es muss konstruktiv sein. Und man darf auch zweifeln und Angst haben und man darf auch diskutieren. Aber schlussendlich soll es immer einfach im zwischenmenschlichen Bereich doch noch nicht bleiben. Ich finde auch, ja, absolut. Und du hast ja selber auch schon Regie gemacht. Du kennst es ja eben von dem, was du jetzt gerade geredet hast. Manchmal glaubst du etwas so fest, jetzt sagen wir mal eine spezifische Szene und nachher, wenn es Glück sind, dann reagiert es auf alles, aber auf die zum Beispiel nicht. Dann denkst du schon mal, ja, wieder etwas gelernt, gell? Also man weiß einmal nie genau, wie es ist. Ja. Ich bin jetzt gerade dran an Änderungen. Ich habe ja gerade Hans im Glück gemacht. Jetzt sind auch von der Publikumsreaktion her, aber vor allem auch von der Länge her, müssen wir jetzt noch etwas ändern. Und müssen wir jetzt nochmal dran gehen. Und eben, ja, ich habe dann das Ergebnis gesehen, schaust es an mit den Kids zusammen und mit den Eltern und alle, die können schauen, kommst Feedbacks über und dann merkst du, ja, die Szene ist vielleicht doch etwas zu lang. Und ich denke dann, nein, die verhebt, nein, kürze. Ja, aber eben, das ist immer, ich finde es einen mega spannenden Lehrprozess jedes Mal. Absolut. Nein. Ich bin so unglaublich zufrieden und glücklich. Ich bin ganz ein einfach denkender Mensch. Und ich bin unglaublich glücklich, dass ich auf der Bühne stehe. Und ich denke nicht fest daran, was ich noch gerne machen würde. Klar, gewisse Stücke würde man gerne wieder mal aufnehmen. So, wäre schön, wenn das wieder mal käme. Aber jetzt für mich, nein. Okay. Habe nie das Bedürfnis gehabt, irgendwie die und die Rolle zu machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich komme zu wenig raus. Ich habe zu wenig gesehen. Ja gut, ich meine, aber es ist ja schön, wenn du einfach kannst geniessen und arbeiten. Ja, ja, ich gehe dorthin und ich habe das Vertrauen, dass man mich nimmt, weil ich das kann und dass es dann schon gut von mir interpretiert wird. Ja, ganz am Anfang, das ist mir geblieben bis jetzt, der Dominik Flaschka. Dort habe ich aber noch nichts mit ihm zu tun gehabt. Ich habe Space Dream schauen und dort habe ich schon oder das Beste im 2 schon schauen, nach 4, 5 Jahren oder so. Und der ist ja immer wieder schauen. Und dann haben wir sich kennengelernt und ein bisschen geschwätzt. Und dann bin ich auch einer von denen gewesen, ganz jungen Schauspieler, der gesagt hat, ja, weißt, ich würde dann gerne auch mal nicht immer die lustige Rolle machen, auch mal etwas anderes und auch mal dort und ich wollte auch mal das und das und das.
Und dann sagt er so trocken, wie er ist, so, ja, wieso? Also, ja, vielleicht, ja, aber also in dem Bereich, wo du ja gut bist, hast du noch so viel zu tun. Mhm. Also, weißt du, wieso will man immer alle Arten von Rollen probieren, weil man das Gefühl hat, das habe ich auch mal angedacht, aber die Stärken, die man hat, wieso will man immer, und dann geht die Schwächen, aber wieso will man etwas ausprobieren, wo man vielleicht gar nicht der Typus ist? Mhm. Und das ist mir recht geblieben, zu sagen, was bin ich für ein Typ als Schauspieler, was kann ich? Und dort habe ich noch so viel zu lernen. Mit jeder Produktion auch heute noch so viele neue Sachen, die kommen. Mhm. Im Comedy-Bereich, klar, ich habe viele Erfahrungen mit Timing und wissen, wie es ja. geht. Und trotzdem ist jede Rolle so anders, dass du immer noch von diesen Ressourcen musst zerren, machen, tun, weiterbilden, weiterdenken. Und Comedy, ich sage jetzt mal im Unterhaltungsbereich, wo ich bin, da gibt es noch viel zu tun. Und das ist mir bis jetzt geblieben. Mhm. Ja, ist auch gut. Guter Input. Was willst du, wieso wollt ihr Schauspieler immer alles ausprobieren? Mach das, was du kannst. Ganz einfach runtergebrochen, sagen wir mal so. Nein, ich finde, das ist so eine Lebensfrage. Was hättest du geändert in deinem Leben? Richtig. ich glaube nichts, weil sonst wäre ich ja nicht da, wo ich bin. Das ist so. Ne? Mit allen vielleicht auch Schicksalsschlägen oder grossen Veränderungen im Leben, Sachen, die passiert sind, bin ich auch trotzdem da, wo ich bin. Mhm. Und von dem her kann ich nicht sagen, ja, was wäre gewesen, wenn ich es anders gemacht hätte. Ja, dann würde ich jetzt wieder da sitzen und sagen, ich kann das nicht sagen, wie es anders gewesen wäre. Also, ja. Darum ist die Müßung, auch darüber zu reden, was hätte ich anders gemacht. Fehler, klar hat man viele Fehler gemacht, die man oft rausnehmen. Auf der anderen Seite sagt man immer, von den Fehlern muss lernen. Also, vielleicht hat es mir mit den Fehlern genau zu dem gemacht, wo ich bin. Mhm. Mit allen Fehlern, die auf mich zukommen. Also von dem her habe ich mich nie darum gekümmert, was hätte ich anders gemacht im Leben. Mhm. Nein, ich bin da, wo ich bin und ich bin auch glücklich. Also, man kann es ja gar nicht schlecht gewesen sein, alles. Mit allem Leiden, was früher gewesen ist. Ciao. Also, mach's gut. Ciao, Fabio. Ja. Und da sind wir wieder. Ja, wie ihr seht, ich habe diese Woche mal das Breitbildformat ausprobieren. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Kommentar ab, ob es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich das Gleiche, von wegen, hey, mach das bitte nicht mehr. Ich wollte es einfach mal probieren. Wenn es euch gefällt, mache ich das in Zukunft vielleicht mehr. Und wenn es euch nicht gefällt, das Gegenteil. Jawohl, und zwar wäre es das jetzt wieder mal gewesen für diese Woche. Für nächste Woche kann ich euch bereits einen kleinen Spoiler geben. Ich werde das ganze Interview posten von der Susanne Kunz, weil ich auch das ein sehr cooles Interview gefunden habe und einfach eine mega schöne Unterhaltung mit der Susanne. Und ich werde das euch natürlich nicht vorenthalten. Wie schon gesagt, das wäre es gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Sachen, die ich mir schreiben möchte, oder irgendwelche Themen, zukünftige Themen für Hips, dann könnt ihr mir sehr gerne einen Kommentar schreiben. Und wenn ihr mir noch nicht folgt, dann dürft ihr mir natürlich sehr gerne auch folgen. Also, hoffentlich bis nächste Woche wieder. Macht's gut und ciao zusammen.